Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zurück zu einer weiteren Episode eines Abenteuers von uns in der Go Battle League. Superliga it is. Und ich habe für heute ein neues Pokémon vorbereitet. Es ist eigentlich ein altbekanntes Pokémon. Wisst ihr, was ich damit meine? Wahrscheinlich nicht, denn ich habe ein Pionragi hier. Ein Pionragi, was ich entwickelt habe und was witzigerweise schon 2 Attacken hat. Regi, was mag das wohl bedeuten? Naja, ich habe dieses Pionragi damals als Pionscorer im Baby Cup verwendet und da habe ich ihm schon mit der Idee, dass ich es irgendwann später mal auch in den zukünftigen Cups benutzen werde, entwickelt und herauskam folgendes. Das Pionragi wird heute jetzt benutzt, weil es auch schon eine zweite Ladeattacke hat. Das heißt, im besten Fall müssen wir das jetzt lediglich an die 1500 hochpushen. Das heißt, es ist ein sehr günstiges Pokémon. Ich gebe heute nur 19.000 aus für ein komplett neues Pokémon, was ich dann benutzen kann. Super, wenn ihr mich fragt, ne? Wie sieht's aus mit XL-Bonbons? Mit XL-Bonbons würde Pionragi auch auf 2488 kommen. Potenzial haben wir also auch nochmal die Möglichkeit, den später, also Pionragi, später auch nochmal in der Hyperliga zu benutzen, wenn wir den nochmal über die Superliga hinausziehen. Weil in der Hyperliga ist Pionragi auf jeden Fall besser aufgehoben als in der Superliga, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und ja, wir pushen auf jeden Fall heute erstmal Pionragi an die 1500er-Grenze zuerst. Und geben ihm das empfohlene Moveset. Ich habe mich heute für das Moveset bestehend aus Nicht-Biss. Pionragi hat eine Menge Sofortattacken. Wir wollen nämlich den Giftstachel haben. Giftstachel total stark, ja, aktuell. Naschschweif und Knirscher. Knirscher würde ich gerne ersetzen mit der Matschbombe. Dann haben wir einen schönen Köder-Move oder zu einen starken, schadensausteilenden Step-Move in Form von Matschbombe, was ziemlich nice ist. Da kann ich nämlich auch nochmal die Tags neu setzen. Ne? Push for Video kann weg, Push for Vid. Dafür kommt der Good Great League Tag rein und ja, ich baue mir jetzt ein Team für Pionragi und freue mich schon, dieses Pokémon endlich benutzen zu können. Das Team, für das ich mich heuer das heutige Video entschieden habe, besteht aus Flunschig in der Führung, Pionragi als Closer und Azumarill als Safe Swap. Ich denke, Azumarill als Safe Swap braucht eigentlich den Eisstrahl, aber ich weiß es nicht. Ich habe Lust auf Knuddler-Hydro-Pumpe. Eventuell ist Eisstrahl-Hydro-Pumpe mit Azumarill als Safe Swap besser, weil wir ansonsten von Pflanzen-Pokémon sehr hart bestraft werden. Aber probieren wir es einfach mal aus. Ja, also Flunschlick mit Azumarill ist in der Regel ein Core, der immer ziemlich solide ist, sag ich mal. Ja. So. 6, 7, 8. Du setzt bei 8 ein. Und ich habe auch bei 8 eingesetzt. Das heißt, wir teilen. Interessanterweise ist das ein Krypto. Bin gerade am Überlegen, ob das ein sehr großes Problem für mich darstellt oder nicht. 2, 1, 2. Du hast zusätzlichen Angriff durchbekommen. Okay. Ich probiere, glaube ich, auf Pionragi einen Angriff abzufangen. 1, 2, 1, 2. Okay, okay, Fiaro. Interessanter Wechsel vom Gegner. Ah, das war aber super schlecht von mir getimed. Das war aber super, super schlecht von mir getimed. Ach du liebe Neune. Da kam gerade ein Angriff durch, der sich gewaschen hat. 1, 2 und Naschschweif. Aber wir sehen schon, Pionragi ziemlich spammy mit dem Nassschweif und dem Giftstachel. Okay, das war jetzt, ich habe jetzt erwartet, dass das vielleicht ausreicht. Naja, du hast keinen Grund, nicht auf Sturzflug zu gehen. Ach, du gehst sogar auf die Nitro-Ladung. Du grüne Neune. Aber ich kann mir hier zum Glück genug Energie holen. Okay, jetzt, okay. Visaflor. Ich hätte blind einsetzen können, aber ich glaube nicht, dass Pionragi den Gleichstand gewinnt. Let's go. Flora-Statue überleben wir. Sitzen dann aber daraufhin trotzdem ein. Ich glaube, Pionragi gewinnt nicht den Gleichstand. Visaflora hat schon solide Angriffswerte. Und Pionragi ist jetzt nicht der krasseste offensive Angreifer. 2, 1. Ah, schade. Das war der Krypto-Bonus. Das könnte das letzte Pokémon sein. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das letzte Pokémon sein könnte. So, reicht die Flora-Statue aus? Wahrscheinlich schon.
So, wir setzen einmal ein, gehen dann rüber. Das heißt, wir haben jetzt einen Angriff gebunkert auf Lundschlick und müssen jetzt gegen Pelipper ran. Okay. Ich habe einen Angriff bereit. Ich habe einen Angriff bereit, aber Pelipper gewinnt halt den Gleichstand, ne? Ah, das ist aber ein interessanter Fight gerade. Der ist aber richtig, richtig cool. So, ich überlebe einen Orkan. Du kannst nicht zwei Orkane bunkern gleichzeitig. Du müsstest jetzt Orkan into Meteorologe und dann müsstest du noch einen Meteorologen gebunkert haben. So, da kommt der Orkan, aber ja, Meteorologe besiegt mich nicht. Meteorologe besiegt mich nicht. Sorry dafür, Buddy. Und ich habe drüben noch den Steinhagel bereit. Nice! Wow! Pion Draghi! Ziemlich so gelungener Einstand, würde ich sagen, von Pion Draghi. Hat mich sehr überrascht. Es hält nicht wirklich viel aus. Ich muss jetzt selber mal nachgucken. Und zwar bei PvPoke, wie Pion Draghi in der Hyperliga gerankt ist. Weil da kann man es ja als XL-Pokémon nutzen, was ich dann noch nicht in die Hyperliga, was ich dann eventuell auch machen würde. In der regulären Superliga ist es wirklich auch nicht gut. Es ist auf Rang 100, 100, 100, 100, 71. Und in der offenen Hyperliga, also im Premier Cup, ist es auf Rang 50. Als Shadow. Stimmt, das Ding gibt es auch noch als Shadow. Nicht schlecht, Herr Specht, nicht schlecht, Herr Specht. Das wiederum ist auch wieder ein Pokémon, was ich unglaublich gerne mal ausprobieren würde. Tandrak, ja. Tandrak, der toxische Drache. Da hätte ich ja sowas von Lust drauf, das mal auszuprobieren. Junge, 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 Junge. Das ist so cool, vor allen Dingen in der XL-Variante, aber da fehlen mir leider noch ein Haufen XL-Bonbons. Da müsste ich vielleicht mal ein bisschen tricksen und BAM! Regel Nummer 1, never bait. Funktioniert fast immer. So. Warte mal, was ist das denn jetzt hier? Legios! Das neue Pokémon Legios. Ich habe wieder was fürs Thumbnail, Leute. Ich habe wieder was fürs Thumbnail. So, wir gehen hier wieder auf den Angriff. Und mein Gegner hält es nicht nötig zu schilden. Und ich muss mal nachgucken, was Legios da kann. Legios. Ach, scheiße, wie heißt es denn auf Deutsch? Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Legios? Auf Englisch meine ich. Legios? Du kannst Nahkampf... Kraftkoloss kannst du, nicht Nahkampf. Okay, okay, das erklärt einiges. Das heißt, du gehst einfach auf Doppel-Nahkampf. Phalanx, okay. Oh, XL Phalanx ist in der Hyperliga sehr gut, sehe ich hier gerade. Und Mega... Oh, no. Okay, das ist das Pokémon, was mich komplett hops nimmt. Das ist nämlich gegen alle meine Pokémon gut. Tentantel. Das wollte ich heute eigentlich überhaupt nicht sehen. Tentantel, ich dachte, ich kann es eventuell heute vermeiden, dass ich das sehe. Aber Tentantel ist ein ganz großes Problem, Leute. Okay. Wie viel macht eine Matschbombe? Das ist solider Schaden von der Matschbombe. Das ist auf jeden Fall solider Schaden. Wir gehen die ganze Zeit auf Matschbombe. Wir gehen die ganze Zeit auf Matschbombe. Ich hätte überlegen können, hier jetzt vielleicht zu ködern. Ich glaube, ich hätte hier sogar ködern müssen. Nevermind. Okay, weil jetzt sind wir in einer Position, die sehr, sehr, sehr gut ist für mich. Weil jetzt kann ich anfangen, auf Matschbombe aufzuladen und dann zu ködern. Blattgeist. Ja, ihr Gegner realisiert gerade auch. Oh, das macht ja viel Schaden. Ja, das macht eine Menge Schaden, Minion. Vielleicht hättest du vorher schon darauf gehen sollen. So, das ist wahrscheinlich nur eine Spiegelsalve. Yep. Was denn auch sonst, ne? Die Leute, die sind nur am Ködern. Okay. Und das ist die nächste. Bitte keine Angriffssenkung. Angriff sinkt, aber ich konnte dich runterfahren. Das heißt, wir resetten jetzt einfach die Senkung und gehen hier nochmal auf den Knuller. Und ich habe drüben zweimal Nassschweif bereit. Ich werde Azumarill jetzt nicht schilden. Ah, wobei, ist das so schlau, Azumarill nicht zu schilden? Ja, doch, eigentlich geht das schon klar. Azumarill nicht zu schilden. Weil ich habe drüben einen Nassschweif bereit. Ich habe auch noch ein Schild. Aber ich muss halt zukünftig dann... Okay, du gehst nur auf die Spiegelsalbe. Ich weiß nicht warum. Also der Typ, der mag seine Köder anscheinend. Der geht wohl gerne angeln. Der war gut, ne? Der war gut.
Eigenlob, Leute. Eigenlob. Okay. Ob ein Nassschweif aus... Na, ich habe die Matschbombe bereit gehabt. Reicht das aus? Okay, es reicht aus. Pion Draghi, meine Damen und Herren. Pion Draghi. Zwei Schild-Szenario. Und wir snacken trotzdem das... das Ferrothorn weg. Hätte ich nicht gedacht, dass das funktioniert. In der Situation wäre der Knirscher natürlich ziemlich gut. Wir haben aber nicht den Knirscher im Set. Wir haben eher die Matschbombe, um Feen zu treffen. Aber, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Legios. Das kann den Viehländer. Der Viehländer war der zweite Angriff, den ich nicht auf dem Schirm hatte. Und es ist auf, in der Superliga sogar auf Rang 67 der besten Pokémon. Ist halt gut gegen Flunschlick. Es ist gut gegen Volterus. Typisches Kampf-Pokémon halt. Und es gewinnt sogar gegen Panzereron. Wait, ich habe mich in der Liga geirrt. Ach, Leute, ich habe mich wieder in der Liga geirrt. Ich habe mich in der Liga geirrt. ja, gut, okay, dann spielen wir den Kampf halt einfach mal aus. Da haben wir hier nochmal ein bisschen Mixed-Liga-Gameplay. Ist ja auch nicht zu verkehrt, ne? Also kann man ja, denke ich, auch mal den Zuschauern, also euch, anbieten. Hat euch bestimmt gefallen, ha? Gefällt euch bestimmt. Einmal und zweimal. Tschüss. Absolut crazy. Absolut crazy, was hier gerade wieder abgeht. Das ist ein Reflex, ja? Das ist noch von der Meisterliga. Da war halt die... Die Meisterliga, die reguläre, die war oben. Und die Meisterliga Classic, die war halt eine drunter. Ja, das... kann mal passieren, habe ich mir sagen lassen. Oh, das ist die Feuer-Odin-Variante. Ich meine, ich weiß, was das letzte Pokémon ist. Das Team habe ich schon mal so gesehen. Das könnte Pixie sein. Das könnte Pixie sein. Ah, nee, es ist Slimog. Okay. Interesting. Slimog mit der Gift-Heap-Variante. Okay. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das ist der Säurespeier. Den schilden wir hier definitiv nicht. War es richtig, hier die Führung aufzugeben? Hätte ich jetzt nicht unbedingt machen müssen. Aber passt schon, passt schon. Wir sollten da trotzdem jetzt gerade, ich will nicht sagen im Vorteil sein, aber wir sollten hier im Vorteil sein. Jetzt habe ich ja doch gesagt, dass wir im Vorteil sind. Ja. Ja. Okay, das wird wieder ein Köderspiel. Ah, es kommt die Finsteraura. Das ist ungünstig. So, jetzt kommt der Säurespeier. Wie immer. Okay. Und ich glaube... Ich glaube, das verliere ich. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht, Leute. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das verliere ich. Da! Hätte die Finsteraura schilden sollen. GG. Okay. Das hat mich jetzt aber auf den falschen Fuß erwischt, okay? Ich wollte eigentlich mein Pion Draghi-Team spielen. Ach, meine Güte. Meine Güte. Ja, was lernen wir daraus, Leute? Selbst wenn ihr runtergefarmt werden könnt. Gebt die Führung nicht auf. Das wäre einer der leichtesten Siege überhaupt gewesen. Aber ich glaube, ich muss mal nach dem Set definitiv die App neu starten, weil wir sehen wieder, Probleme sind definitiv da. So, Flunschlick gegen Flunschlick. Mein allerliebstes Spiegelmatch. Es gibt nichts Angenehmeres als Flunschlick gegen Flunschlick, Leute. Wusstet ihr das?
Das ist überhaupt nicht köderabhängig. Das ist alles purer Skill. Okay. Mein Gegner hat nicht geschildert. Wenn mein Gegner nicht schildert, dann denkt er wahrscheinlich, ich will ködern, oder? Okay. Spitzbolz. Okay. Okay, Leute, Regel Nummer 1, so solltet ihr die Führung nicht spielen. So solltet ihr die Führung nicht spielen, ja, bitte. Also nehmt euch kein Beispiel an den Herren hier. Das ist... ja. Das ist vom Gegner auf jeden Fall eher suboptimal gespielt. Irgendwann muss man halt auch mal Schilde benutzen. Ich weiß, gegen Flunschstick ist das nervig. Aber lieber, ihr lässt euch ködern, als irgendwas anderes. Das... Ich spreche aus Erfahrung, okay? Ich spreche aus Erfahrung. Ich spreche aus Erfahrung. Benutzt eure Schilde, Mann! Das ist das, was ich euch letzten Endes sagen will. Nutzt eure Schilde, okay? Nutzt eure Schilde, Leute. Wer den Schild nicht ehrt, ist des Sieges nicht wert. Ah, okay. Hat im Gleichstand eingeloggt. Schade eigentlich. Okay. Das sieht relativ gut aus. Wir haben jetzt Azumarill. Und snacken einfach das Pilipa. Ich werde kein Schild investieren, weil selbst wenn ich mich jetzt hier ködern lasse, ich habe nichts zu verlieren. Also... Es gibt hier absolut keinen Grund zu schilden. Also absolut gar keinen. Hier könnte man überlegen, ein Schild zu investieren. Aber eigentlich brauche ich es auch hier wieder nicht. Weil ich farm jetzt einfach runter. Und die Alternative ist... Achso, es gibt keine Alternative. Okay. Das ist natürlich auch in Ordnung. Okay, Gegner setzt ein. Mach ruhig. Nutz deine Energie. Ist mir recht. Das wird dir nämlich den Sieg auch nicht bringen. Sorry. Sorry, dass ich gatekeepen muss, aber ich will Spaß mit Pion Draghi haben. Ja. Ich will Spaß mit Pion Draghi haben. Aber GG. Ja, GG. Aber wenn ich eins schmerzhaft erfahren habe, Leute, schildet einmal mehr als einmal zu wenig. Und ein gut gemeinter Tipp. Wenn ihr in so einem Mirror-Match seid, Flunschstick gegen Flunschstick, ich hab's fast wieder gemacht, aus Reflex. Wenn ihr in einem Mirror-Match seid, Flunschstick gegen Flunschstick, solltet ihr eins nicht tun. Nicht chillen am Anfang. Zumindest ein Schild solltet ihr investieren. Wenn ihr geködert werdet, es ist nervig. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr nervig. Aber die meisten Leute, die werden es nicht riskieren. Also ich würde zum Beispiel nie riskieren, in einem Flunschstick gegen Flunschstick-Match auf Steinhagel zu gehen. Weil ich Gefahr laufe, dass ich dann Erdbeben relativ sicher kassiere und dann dagegen verliere und macht das nicht. Wirklich gut gemeinter Tipp, macht das nicht. Und wenn, dann schildet, wenn ihr schon nicht euer Flunschstick schildet, ja, gegen Erdbeben, dann schildet doch bitte eure anderen Pokémon. Ja. Schildet auch die anderen Pokémon, wenn ihr schon euer Flunschstick nicht schilden wollt. Aber irgendwann muss man Schilde benutzen, ja. So, Nidoqueen. Ach, ich liebe es, mit Flunschstick zu spielen. Ohne Scheiß. Flunschstick ist... ach so, guck mal, der Gegner hat keine Lust mehr, weil er sich denkt, ah, schon wieder die Führung verloren. Ich bin Legendenspieler. Ich gebe jetzt einfach auf. Mann. Angsthase. Aber grundsätzlich, ich merke halt einfach, wie stark Flunschstick einfach ist. Flunschstick ist so ein gutes Pokémon. Egal in welcher Liga. Ich vermisse es halt in der Hyperliga. Ich habe keinen Flunschstick in der Hyperliga. Ich könnte ja aktuell probieren, Flunschstick-Bonbons aus den Eiern zu bekommen. Es gibt auch Mauzi-Bonbons, ne? Ich habe noch ein paar Brutmaschinen von meiner Zeit, bevor ich gesagt habe, ich bin free to play. Eventuell gucke ich, dass ich ein paar Flunschstick-Bonbons bekomme. Halt für die nächste Season. Aber wer weiß. Vielleicht wird der demnächst in den Attackenänderungen Flunschstück ja nochmal angepasst. Vielleicht wird Lehmschuss genervt. Vielleicht wird der Lehmschuss genervt und dafür... Oder noch besser, Lehmschelle wird attraktiver gemacht, ähnlich wie Drachenrute. Wer weiß.
Müssen wir mal sehen. Könnte auf jeden Fall alles interessant werden. So, du wechselst raus auf Zobiris. Alright, guys. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, ja? Ich habe absolut keine Ahnung, ob es richtig ist. Aber ich will Piondragi in Action sehen. Ich will Piondragi in Aktion sehen. Ich muss streng genommen Rückkehr schilden, weil Rückkehr halt viel zu viel Schaden anrichtet. Aber ich kann in dem Szenario doch die ganze Zeit auf Nashwife gehen. Genau, und jetzt bist du in einem Bereich, wo Nashwife dich besiegen würde. Jetzt ist nur die Frage, laufe ich in den Köder rein oder schilde ich die Rückkehr? Ich schilde die Rückkehr, das ist wichtig. Eieiei, das ist so unfassbar stark, dieser Angriff. Man kann den so krass spammen, ne? Also, Nassschweif auf Piondragi, das knallt schon gut rein. So, jetzt ist nur die Frage, ist das eine Rückkehr? Kann man Rückkehr so schnell hintereinander aufladen? Moment, Moment. Ich glaube, nein. Ja, ich wollte es gerade sagen. Warum habe ich das jetzt gemacht? Ich kann nur hoffen, dass ich den zweiten überlebe. Das war super, super schlecht von mir. Das war extrem schlecht von mir. Das hätte eigentlich nicht passieren dürfen. Nein, das hätte eigentlich nicht passieren dürfen. Das war extrem bad von mir. Das hätte eigentlich nicht passieren dürfen. Jetzt habe ich halt nicht mehr den Wechselvorteil. Okay. Okay, die Frage ist halt eher, hätte mir der Wechselvorteil was gebracht? Das ist jetzt die eigentliche Frage. Du hast die Schlammwoge. Ah, RIP. Ja, GG. Ja, GG. Ja, was soll ich da sagen? Das ist gut gespielt vom Gegner. Das ist gut gespielt vom Gegner. Das ist einfach gut gespielt vom Gegner. Ja, 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 definitiv. Ja, 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 definitiv. Ich glaube, ein Erdbeben hätte auch so nicht... hätte knapp werden können mit einem Erdbeben. Hätte knapp werden können, aber... Dingens hatte Energie und ein Steinhagel hätte da nicht gereicht, aber vielleicht hätte ich runterfahren können. Ah, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Also Notiz an mich. Piondragi kann gewinnen, wenn man den Gegnern nicht auf zu viele Extra-Attacken kommen lässt. Ja, weil das war letzten Endes die ganzen Extra-Attacken, die der Gegner hier rausgehauen hat, während meinen Nashwife-Spams. Das hat man ja wunderbar gesehen. Okay. Ich verliere den Gleichstand. So. Ich halte mich an mein Wort. Ich bin jemand, der hier lieber einmal zu viel schildert, als einmal zu wenig. Und das ist ein Gegner, der direkt aus Erdbeben gegangen ist. Ich gehe ebenfalls direkt aus Erdbeben. Und ich glaube, jetzt wechsle ich auf Azumarill. Same idea, same idea. Dieselbe Idee war das. Dieselbe Idee. Wie cool. Wie cool, wie cool, wie cool. Dieselbe Idee war das. Deoxys. Auch ein Pokémon. Ich habe einen Deoxys in der Verteidigungsform. Ich will es unbedingt demnächst in einem Video benutzen. Das ist so ein cooles Pokémon, Deoxys. So, ein richtig, richtig, richtig cooles Pokémon. So, du hast Steinhagel und Psychoschub, ja? Okay. Ich meine, Azumarill sieht man nicht mehr allzu oft, aber ich bin mir unsicher, ob ich trotzdem davon absehen würde, nicht Donnerblitz im Set zu haben. Okay. Okay, 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 okay. Wechselvorteil hole ich mir jetzt. Das ist gut. Wir setzen ein in der Situation.
Gar nicht mal so eine einfache Situation. Zeigst du mir jetzt dein letztes Pokémon? Ja, Tropius. Okay. Tropius, Deoxys, Flunschlick. Da gehen wir auf Pionragi. Der freut sich hier erstmal. Der freut sich sehr. Schilden müssen wir hier nichts, weil du nur Aeroas kannst. Das haut trotzdem gut rein. So, und jetzt kommt Flunschlick. Ich werde nicht schilden. Das ist okay. Das ist voll in Ordnung. Das ist voll in Ordnung, weil jetzt hast du keine Energie mehr. Ja, aber du wirst mich jetzt bestimmt ködern, oder? Ich habe keinen extra Angriff durchbekommen, aber das Spiel funktioniert natürlich, wir wissen es alle. Es macht keinen Sinn, hier zu ködern. So, einmal, zweimal, dreimal. Ich hätte mir noch mal ein bisschen mehr Energie holen können. Das ist halt die Frage, Tropius. Eine Laubklinge wird mich nicht rausnehmen, werden aber zwei Steinhagel reichen. Okay. Mein Keylight hat sich gerade ausgeschaltet. Ich weiß nicht, was da los ist. Okay, einmal, zweimal. Reichen zwei? Bitte enttäuschen Sie mich nicht. Enttäuschen Sie sich bitte nicht. Ah, Flutschlick! Reicht das aus? Reicht das aus, mein Freund? Und probierst du besiegen? Jawohl. Wow. Pionragi hat jetzt gerade passiv ein bisschen was gemacht und ich muss mal gucken, was hier gerade passiert ist. Ich hoffe nicht, dass das Licht durchgebrannt ist. Okay, zum Glück ist dem Licht nichts passiert, aber das Licht hat sich automatisch ausgeschaltet. Ich weiß nicht, woran das liegen könnte. Das Team macht Spaß. Pionragi macht Spaß. Wirklich, also ich mag das Team bisher. Pionragi gefällt mir sehr. Was spielt man denn so in der offenen Hyperliga? Kann Pionragi in der offenen Hyperliga was? Drapion? Oh, in der offenen Hyperliga ist es auch sehr gut. Giftstachel mit Knirscher und Nachtschweif spielt man da. Und man gewinnt zum Beispiel gegen Giratina damit. Wahrscheinlich nicht gegen die Feuer-Odin-Variante, dafür gegen die Dunkelklauen-Variante. Man hat gegen Cresselia ein sehr positives Matchup. Gegen Togekiss natürlich, also generell gegen Charmer. Man verliert aber gegen Sumpex, Melmetal, Arctos, Barrikadax und ein paar weiteren Pokémon. Zum Beispiel das gute alte Slymog in der Alola-Form. Wow, das Pokémon gefällt mir. Das Pokémon gefällt mir sehr. Du gehst direkt raus. Da war ich mir gerade ein bisschen unsicher. Ja, Toxicroak. Ah, Toxicroak, Leute. Das ist kritisch. Toxicroak nimmt mein ganzes Team richtig, richtig, richtig hops. Oh, nee. Und dann habe ich jetzt auch noch nicht richtig geschildert. Und ich habe zu spät gewechselt. Das ist nicht gut. Das ist ganz so gar nicht gut. Das ist nicht gut. Tu mir das nicht an, Spiel. Schlammbombe? Okay. Dann kriegen wir zumindest schon mal beide deine Schilde weg. Das ist doch auch mal was. Pionragi hat eine Schwäche gegen Boden. Oh, nee. Also Toxicroak, das nimmt mich hier komplett auseinander. Also Toxicroak ist ein Problem. Ein sehr, sehr, sehr großes Problem. Einziger Hoffnungsschimmer.
Einziger Hoffnungsschimmer ist, dass der Gegner keine Schilde mehr hat und ich jetzt theoretisch Erdbeben spammen kann, bis zum geht nicht mehr. Deswegen probieren wir doch mal das Beste. Um. Und kommst jetzt mit Bolterus rein. Und dein letztes Pokémon ist Doppel. Okay. Doppelkonter. Ja, Medital ist es ebenfalls nicht gut für Pion Draghi. Also Pion Draghi hätte jetzt hier gegen das ganze Team des Gegners verloren. Also wirklich gegen das Ganze. Ich meine. Okay, es ist nur ein Eishieb. Ich muss wahrscheinlich jetzt einen zweiten schilden. Okay, oder auch nicht. Ich meine, ich habe jetzt natürlich Schilde. Und ich komme jetzt auch zu einem Erdbeben. Weil Bolterus wird mich jetzt hier auf jeden Fall nicht besiegen können. Mit Sofortattacken. Ich schaffe auf jeden Fall noch ein Erdbeben. Und ich habe noch ein Schild für Pion Draghi, der Naschschweif austeilen kann. Das sieht eigentlich noch ganz gut aus. Das sieht eigentlich noch sehr, 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 sehr gut aus. Wie viel macht ein Erdbeben? Okay, ja gut. Dann darf Pion Draghi jetzt mit den Giftstacheln runterfarben. Komm, wir schilden. Und Pion Draghi darf jetzt einfach mit den Giftstacheln ein Stahl-Pokémon, ein Bolterus, runterfarmen. Das wird dreimal resistiert, ja? Dreimal. Zweimal von Stahl, einmal von Gestein. Aber Pion Draghi macht das nichts aus. So, ist das jetzt eigentlich gerade ein Flunschlick-Showcase? Eventuell. Aber Pion Draghi ist wenigstens dabei. Pion Draghi ist wenigstens dabei. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich den Kampf noch gewinne. Also das fand ich jetzt gerade sehr interessant, dass da noch was ging. War es korrekt, gegen Meditales nicht zu schilden? Ist jetzt auch wieder die Frage. Kann halt ein Steigerungshieb sein. Und wenn es Steigerungshieb ist, dann schafft der Gegner auf jeden Fall noch einen zweiten. Und dann willst du den zweiten schilden. Also ich glaube, das war richtig. Ich glaube, das war richtig, ja. Da in der Situation nicht ein Schild zu investieren. Ich glaube, es war richtig. So, Flunschlick gegen Flunschlick. Take, keine Ahnung wie viel. So. Ich spiele das Matchup, denke ich, wie immer. Ich gewinne den Gleichstand, okay. Mein Flunschlick hat nicht die... Also es hat für PvP schon sehr gute IVs. Aber es hat halt keinen sehr hohen Angriffswert. Du hast geschildert. Dann schilde ich ebenfalls. Meistens machen die... Es fühlt sich sehr schlecht an. Es fühlt sich sehr schlecht an. Es fühlt sich extrem schlecht an. Okay, Leck hilft mir gerade. Danke dafür. Oh, und du hast nur ein Altaria. Mein Freund, das ist aber keine gute Antwort. Das ist keine gute Antwort auf meinen Flunschlick. So, aber du hast auf jeden Fall ein Erdbeben bereit. Vielleicht sogar mehr, je nachdem. Wahrscheinlich sogar mehr. So. Aber nur ein Altaria in ein Azumarill reinzuwechseln, ist natürlich auch sehr wild, ne? Das ist ziemlich wild. So, der wird wahrscheinlich noch den Himmelsfeger vor mir schaffen. Oder auch nicht. Das heißt, wir locken einfach direkt ein, sodass wir jetzt den Gegner zum Schilden zwingen oder deine ganze Energie geht flöten. Aber wenn du schildest, bin ich damit sowas von d'accord. Gut, dann haben wir das Altaria gerade wirklich for free wegbekommen. Tippitoppi, ja, tippitoppi. Und du hast ein Apoqualyp. Mhm. Ich bin am überlegen... Ha? Ich bin mir gerade unschlüssig. Ich war gerade am überlegen, ob ich vielleicht rauswechsle. Ich habe es gerade ernsthaft in Erwägung gezogen. Ob ich rauswechsle. Ich glaube, ich mache das jetzt auch. Es kann ein sehr großer Fehler von mir gewesen sein. Aber wir warten mal ab. Ich werde hier nicht schilden. Gehst direkt aufs Erdbeben. Perfekt.
weil jetzt hast du keine Energie mehr auf dem Flutschlick. Das ist wirklich sehr gut. Du kriegst den Extra-Angriff durch. Ja, ja, Leute, das Spiel ist sehr gut programmiert. Das Spiel ist wunderbar programmiert. So, und eigentlich müsstest du Köder... Oh, okay. Ja, und der Gegner gibt auf. Ja, Leute! Benutzt eure Schilde! Schilde sind zum Nutzen da. Es gibt keinen Grund, Schilde aufzubewahren fürs nächste Spiel. Man hat ein Limit von 2 Schilden. Ihr könnt ein Schild aus einem vorherigen Kampf, den ihr überhaupt, nicht ins neue Spiel ziehen. Nein! Ja? Vielleicht ist es auch einfach Pion Draghis Aura. Vielleicht sagt Pion Draghi einfach mit seiner Fähigkeit, Fähigkeiten gibt es in Pokémon Go noch nicht, aber wer weiß, vielleicht kommt das irgendwann noch dazu. Und vielleicht hat Pion Draghi dann die Fähigkeit, hey, du darfst deine Schilde nicht benutzen. Wie broken wäre das denn, Leute? Stellt euch mal vor, es kommt irgendwann mal so eine Fähigkeit ins Spiel. Na, wird sowieso nicht der Fall sein. Aber wer weiß, vielleicht können wir ja irgendwann mal Pokémon-Fähigkeiten in Pokémon Go bestaunen. Aber ich glaube, das wäre für den meisten Leuten zu komplex. Ich glaube, das wäre den meisten Leuten zu komplex. So, und schon wieder ein Boltorus vorne. Ja, moin. Das liebe ich. Boltorus. Warte mal. Das ist Rasierblattropius, sehe ich gerade. Das ist Rasierblattropius. Was ist hier los? Rasierblattropius? Sag jetzt nicht, das ist Boltorus Doppelrasierblatt. Boltorus Doppelrasierblatt? Boltorus Doppelrasierblatt? Like. What? Gucken wir mal. Ich glaube, der Play wäre es hier gewesen, runterzufahren. Ganz nebenbei. Naja. Ich hätte einfach runterfahren sollen. Ja, moin! Ja, moin, 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 moin. Aber selbst wenn es Doppelrasierblatt ist. Ah, das ist sowas von Doppelrasierblatt. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Da hinten wird noch ein Satzeni auf mich warten. Oder irgendein anderes Rasierblatt-Pokémon. Ich habe noch eine Antwort gegen Boltorus. Ich würde mir vielleicht Pion Draghi mit einem Angriff sogar aufbewahren. So, und wir gehen rüber. Zeig mir dein zweites Rasierblatt-Pokémon. Selbstverständlich! Selbstverständlich! Ja, lecke mio! Doppelrasierblatt, Leute, dass ich das noch zu diesen Zeiten erlebe. Aber es freut mich, finde ich cool. Sehr feierbar. Doppelrasierblatt einfach. Aber das war, wie gesagt, auch die Idee. Da sind wir wieder bei dem Punkt, wo man sich halt, wo ich jetzt euch auch nochmal so einen lehrenden Charakter mit auf den Weg geben kann. Es ist halt einfach wichtig, dass ihr Team-Predictions macht, ja? Dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel im Vorfeld schon geguckt habe, was kann mein Gegner jetzt hier im Team haben, habe ich jetzt hier die Möglichkeit gehabt... Ich weiß gar nicht, ob ein Steinhagel gereicht hätte. Wahrscheinlich hätte ein Steinhagel gereicht. Naja, auf jeden Fall, dadurch, dass ich jetzt hier predicted habe, was mein Gegner für ein Pokémon hat, als letztes, konnte ich mich hier in die Siegerposition bringen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel Flunschlick im Kampf gelassen hätte, vielleicht auch nicht geschildert hätte, hätte ich auf jeden Fall verloren. So gewinne ich diesen Kampf aber letzten Endes, was... Ja, mich freut! Pion Draghi, der Pflanzenzerstörer, ja. 2x4-1 mit Pion Draghi, ich glaube, das kann sich sehen lassen. Wieder ein paar Punkte gut gemacht und... Ah, wir haben gerade eine neue Stunde! Die Scovid-Stunde, wie heißt das? Raffel. Raffel! Vielleicht mache ich doch nochmal einen Rauch ran. Könnte, glaube ich, ganz interessant sein. Raffel ist ja in der offenen Hyperliga auch wieder sehr, sehr, sehr stark. Aber man braucht XL-Bonbons. Aber das wäre ja jetzt die perfekte Gelegenheit, um XL-Bonbons zu bekommen. Hat gerade angefangen, die Stunde. Naja, Leute, für heute soll es das gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Wir sehen uns definitiv dann morgen wieder zu einer weiteren Folge in der Superliga. Die macht nämlich sehr, sehr viel Spaß. Wieder schon reingehauen. Gucken wir mal, wo wir jetzt nochmal den Tag abschließen. Wir schließen den Tag bei 2754 Punkten ab. Geht wieder langsam nach oben, nachdem ich mich hart hab droppen lassen. Macht's gut, Leute. Wir sehen uns. Euer Rigi. Ciao.